Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Mami-Blog. Ich wünsche erstmal allen natürlich fröhliche Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet und habt immer noch eine ganz, ganz schöne Zeit mit euren Liebsten. Jetzt ist es ja so, dass das große Futtern eigentlich noch läuft, aber ich dachte mir, ich schaue schon mal so ein bisschen vorausschauend in die Nachweihnachtszeit und dachte mir, jetzt passt doch eigentlich ein Video ganz gut zum Thema gesunde Nachtische, also zuckerfreier und gesünder Naschen, als wie wir das vielleicht im Moment gerade tun. Vielleicht hat sich der ein oder andere ja auch schon voll gefuttert und möchte sie direkt ausprobieren. Ich finde auch, zu Silvester sind sie eine gute Möglichkeit, also schöne Silvesternachtische. Und sie sind mindestens genauso lecker wie die zuckrigen Weihnachtsnachtische, aber eben unbemerkt gesund und ja, wie alles, was ich euch zeige, natürlich auch schnell und einfach gemacht. An der Stelle verabschiede ich mich jetzt auch bei euch aus diesem Jahr. Ich wünsche euch ein gutes Rüberkommen und das Allerbeste natürlich vor allem für die, die 2021 vielleicht nicht so viel abgewinnen konnten, was vielleicht einige sind. Und an der Stelle noch ein Hinweis auf unsere End-of-the-Year-Bundles. Das ist unsere größte Rabattaktion im Mami-Blog-Shop. Also wir haben jetzt hier ganz tolle Bundles für euch zusammengestellt und haben die reduziert bis zum Jahresanfang. Darunter zum Beispiel auch die Ja-Klar-Kollektion. Also wer sich mehr Organisation für 2022 wünscht, der kann jetzt auf jeden Fall zuschlagen. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß bei diesem Video und beim selber ausprobieren. So, fangen wir an mit der mega leckeren Kiwi-Avocado-Creme. Ist so erfrischend so ein bisschen und perfekt als kleiner Nachtisch für die ganze Familie, weil auch die Kinder sie wirklich lieben. Also ihr kennt vielleicht meinen Lieblingstipp für Babybrei, ganz alt aus einem meiner ersten Videos. Aber wichtig zu wissen für Eltern, weil Babys lieben den Geschmack von Banane und Avocado im Mix in der Regel alle. Und es geht zu schnell und ist zu gesund, als dass man diesen Tipp nicht kennen darf. Und das Schöne finde ich, wenn Babys den Brei öfter bekommen, dann lieben die meistens später den Geschmack auch von der Avocado, weil sie ihn halt kennen und das ist ja auf jeden Fall nicht verkehrt. Und dieser Nachtisch hier ist so eine Erweiterung dieses Basic-Rezepts im Prinzip, sodass er auch für Erwachsene sehr gut angeboten werden kann. Ihr erweitert also die Avocado und die halbe Banane mit zwei Kiwis und so ein bisschen Limettensaft. Um das Fruchtfleisch der Kiwi jetzt schnell und einfach herauszulösen, könnt ihr so einen Mixerstab senkrecht reindrücken, drehen und dann habt ihr perfekt portionierte Kiwi-Stücke. Den Hack erwähne ich hier nochmal, weil der ganz praktisch zu wissen ist für alles, bei dem man mehr Kiwis als gewöhnlich verwendet. Zum Beispiel auch für einen Obstsalat oder so. Anschließend schält ihr jetzt die Banane, schneidet sie grob in Stücke und das war auch schon alles an Vorbereitung. Und jetzt braucht ihr nur noch eine große Schüssel, in der ihr alles vermengen könnt, also das Fruchtfleisch rein von der Avocado. Dazu kommen die beiden Kiwis und die halbe Banane. Jetzt gebt ihr einen Schuss Limettensaft dazu und dann könnt ihr alles zu einer Creme vermixen. Wer jetzt weder Mixer noch Pürierstab hat, der kann das auch alles mit der Gabel ganz fein zerdrücken. Das ist ein bisschen mehr Arbeit, aber bei reifen Früchten ist auch das gar kein Problem. Für die zusätzliche Süße gebe ich jetzt anstatt Zucker so ein bisschen Xylit dazu. Xylit ist Birkenzucker und statt Karies fördernd, sogar gesund für die Zähne. Er hebt auch den Blutzuckerspiegel nicht an, deshalb ist er auch tatsächlich für Diabetiker die perfekte Ersatzsüße. Einziger Nachteil ist, zu viel wirkt abführend, wenn man es nicht gewohnt ist und er ist auch im Vergleich zu Zucker recht teuer. Aber in kleinen Mengen finde ich es durchaus empfehlenswert und praktisch im Haus zu haben. So als gesunde Ersatzsüße, vor allem für Kinder. Als kleiner Tipp noch für alle, die keine passenden Dessertgläschen haben. Ich finde immer so Fertignachtische, die sind ja auch oft super lecker und die Gläschen sind viel zu schade zum Wegwerfen. Deswegen finde ich immer, man kann die alleine aufgrund der Gefäße schon gut kaufen. Und ich finde, hier drin macht sich auch die Kiwi-Avocado-Creme super. Und die sieht wirklich nicht nur so aus, sondern die schmeckt auch wirklich gut. Boah, habt ihr gerade dieses fluffige Geräusch gehört? Also bei dem Anblick bekomme ich direkt schon wieder Appetit. Das Bananensoufflé, das ist von allen Rezepten hier echt das Einfachste und man braucht nur drei Zutaten und zwar einen halben Teelöffel Zimt, eine Banane und ein Eiweiß. Ihr trennt jetzt zuerst mal das Ei und schlagt das Eiweiß zu so einem festen Eischnee. Dann schält ihr die Banane und zerkleinert sie mit einer Gabel so zu feinem Püree. Je reifer die Banane ist, desto leichter geht das jetzt natürlich von der Hand und desto leckerer wird es auch, weil es süßer ist. Das ist natürlich auch eine schöne Aufgabe für die Kinder. Also ich überlege bei fast jedem Schritt, was die Kinder machen können und was nicht. Ich mache das oft so, dass ich die dann rufe, dann machen die das und dann gehen die wieder. Genau, jetzt wird das Bananenpüree einfach zu dem Eischnee in die Schüssel gegeben und so ein halber Teelöffel Zimt dazugegeben. Und das Ganze wird jetzt gut unter den Eischnee runtergehoben. Ja, und wenn jetzt alles gut vermengt ist, dann gebt ihr die Masse in so zwei kleine Auflaufförmchen. Und dann wird alles bei 200 Grad für 10 Minuten ungefähr gebacken, bis die Soufflés oben so ein bisschen leicht bräunlich sind. Das müsst ihr auf jeden Fall mal ausrütteln. Das ist ein perfekter, gesunder Nachtisch für die ganze Familie. Ja, das nächste Rezept sind so leckere Keulchen heißen die, glaube ich, Quarkbällchen oder Quarkleckse, ganz egal. Auf jeden Fall haben die so eine ganz leckere, cremige Konsistenz. Und dafür nehmen wir wieder nur ein bisschen Xylit für die Süße,
500 Gramm Skyr. Ihr könnt auch Quark nehmen, aber Skyr habe ich so ein bisschen für uns entdeckt. Das hat die gleichen Nährwerte wie Magerquark, schmeckt aber ein bisschen voller. So, dann braucht ihr 2 Eier, 8 Esslöffel helles Dinkelmehl, 2 Esslöffel Grieß und so einen Schuss Zitronensaft. Der erste Schritt ist jetzt, alle Zutaten miteinander zu verrühren. Also ihr gebt zuerst die 500 Gramm Skyr in eine große Schüssel, dann kommen da 8 Esslöffel Mehl rein, 2 Eier, eine Prise Salz, 2 Esslöffel Grieß und dann auch der Schuss Zitronensaft. Ja, das verrührt ihr jetzt alles, bis ein schön klebriger, cremiger Teig entstanden ist. Und den Teig, den schmeckt ihr jetzt so ein bisschen mit Xylit ab. Wir haben jetzt ungefähr 2 Esslöffel genommen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie süß er das haben will. Das rührt dann auch unter und das war es schon in der Vorbereitung. Also jetzt werden die kleinen Teigkleckse in einer heißen Pfanne mit Öl so goldbraun angebraten, also ähnlich wie Pfannkuchen im Prinzip. Die Portionierung nehmt ihr 2 Esslöffel am besten. Dann kriegt ihr das gut vom anderen Löffel ab, den Teig, der klebt ein bisschen. Ja, und am besten serviert ihr das jetzt, wenn es noch warm ist, kurz nachdem es aus der Pfanne gekommen ist. Dazu könnt ihr ein bisschen Apfelmark dazugeben oder natürlich auch andere Sachen wie Fruchtaufstriche oder Schokocreme, ganz nach Geschmack. Und ja, ein bisschen Puderzucker sieht auch immer schön aus dazu. Ja, und die Konsistenz ist halt wirklich so richtig weich, cremig und saftig, also die sind wirklich lecker. Und ihr könnt die auch gut kalt essen, das heißt, wenn welche übrig bleiben, könnt ihr die am nächsten Tag auch gut in die Brotdose geben. So, als nächstes kommt ein Kuchen, der nicht gebacken werden muss. Finde ich auch immer super praktisch, weil es halt unaufwendiger ist in der Zubereitung. Und die Kinder können gut mithelfen. Das ist ja nicht bei allen Rezepten so. Also für die Creme nehmen wir wieder 2 Esslöffel Xylit. Ihr könnt natürlich auch Zucker nehmen, das könnt ihr 1:1 ersetzen. Ein Päckchen Götterspeise im Himbeergeschmack. 150 Gramm Frischkäse und 450 Gramm Speisequark. Übrigens, alle Rezepte findet ihr natürlich auch wieder unten in der Infobox, dann könnt ihr euch das da rauskopieren. Ja, und der Boden besteht jetzt nur aus 100 Gramm Butterkeksen. Ich habe jetzt hier die Vollkornvariante genommen, ist ganz egal. Und 40 Gramm Butter. Als Form eignet sich am besten so eine 18er oder 20er Springform, also die klassische Größe. Und die solltet ihr mit Backpapier auslegen, damit der Boden nachher beim Rauslösen nicht festklebt. Jetzt werden zuerst mal die 100 Gramm Butterkekse zu kleinen Krümeln zerbröselt. Das ist ein Spaß für die Kinder, also lasst die da gerne mitmachen. Juhu! Entweder in so einer Tüte zum Beispiel, dann können die Kinder es mit den Händen zerkrümeln, mit einem Nudelholz oder anderen Gegenständen. Das dauert natürlich etwas, macht aber wie gesagt den Kindern wirklich Spaß, wenn ihr sie mitmachen lasst. Schneller zerkleinert ihr die Kekse im Mixer, das könnt ihr auch machen. Auf jeden Fall erhitzt ihr danach noch 40 Gramm Butter in der Mikrowelle und gebt die geschmolzene Butter zu den Kekskrümeln dazu. Vermischt das alles gut, sodass die Kekskrümel so ein bisschen klebrig werden und gebt sie dann in die Springform. Das Ganze drückt ihr gut mit dem Löffel an, dass der Boden nachher auch fest zusammenhält. Und dann wandert der Boden erstmal zum Aushärten in die Tiefkühltruhe. So, in der Zeit, wo der Boden jetzt aushärtet, machen wir uns die Himbeercreme fertig. Dafür verrühren wir als erstes die 450 Gramm Magerquark mit den 150 Gramm Frischkäse und 2 Esslöffel Xylit in einer großen Schüssel, bis alles so cremig ist. Und die Creme stellt ihr nochmal zur Seite, gebt zunächst 150 ml kaltes Wasser in den Topf. Da kommt jetzt das Päckchen Götterspeise dazu und das lasst ihr einfach kurz im kalten Wasser mal quellen. Und dann entsteht so eine ein bisschen dickflüssigere Masse und die wird jetzt langsam erhitzt. Vorsichtig, es darf jetzt nicht kochen, bis sich alles gut aufgelöst hat und die Masse flüssig ist. Und diese flüssige Götterspeise, die kommt jetzt zur Creme dazu und alles wird gut verrührt, bis so eine schön rosafarbene, cremige Masse entstanden ist. Und die wird jetzt nur noch auf dem ausgehärteten Boden gleichmäßig verteilt und dann wandert alles für 3 bis 4 Stunden ungefähr in den Kühlschrank, bis die Creme fest ist. Ja, und dann ist so eine mega coole Himbeertorte auch schon fertig. Die Springform öffnet er jetzt nur noch, schneidet die Stücke raus und serviert die mit so ein paar frischen Himbeeren. Dann sieht das doch schon fast professionell aus. Und die Konsistenz ist, ja, so lecker und cremig. Die selbstgemachten Apfelringe sehen jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht so super lecker aus. Man könnte sie auch schälen, aber wir wissen ja, dann sind sie wieder ein bisschen weniger gesund. Die Vitamine stecken ja direkt unter der Schale. Aber die riechen so, so lecker. Und wenn man diesen Apfelgeruch im Haus hat, dann kriegt man direkt Appetit da drauf. Riecht halt nach Bratäpfeln. Ich glaube, den Geruch mag jeder. Und es ist auch wieder super simpel und schnell gemacht. Also für diese Apfelringe hier braucht ihr nur einen Apfel, ein bisschen Limettensaft oder Zitronensaft und ein bisschen Zimt. Ich habe jetzt noch eine Vanillecreme dazu gemacht, auf 2 verschiedene Weisen. Für die erste Variante nehmen wir auch wieder ein bisschen Xylit, eine Vanilleschote, 150 Gramm Skyr, ein bisschen Limettensaft und einen Schluck Sprudelwasser. Manche haben jetzt keine Vanilleschote da und ich finde die auch immer relativ teuer. Deswegen haben wir das Ganze auch mal mit Vanillezucker ausprobiert, anstatt Xylit und Vanilleschote. Und das schmeckt wirklich ähnlich lecker. Ihr gebt dafür 150 Gramm Skyr in eine Schüssel und dazu kommt jetzt der Schluck Sprudelwasser und ein guter Schuss Limettensaft. Danach noch ca. 1 Teelöffel Vanillezucker und dann kann einfach alles miteinander zu so einer schönen Creme verrührt werden.
Die andere Variante der Vanillecreme besteht jetzt aus 150 Gramm Skier, einem Teelöffel Xylit, einem Schluck Mineralwasser, ein bisschen Limettensaft und einer Messerspitze Vanillemark. Auch das wird wieder gut verrührt und die zweite Vanillecreme ist fertig. Also hier muss man sagen, die Variante mit frischer Vanille schmeckt einen Ticken besser, aber ist natürlich auch ein bisschen aufwendiger und ein bisschen teurer. Man kann ja beides mal ausprobieren. Ja, und jetzt schneidet ihr den Apfel einfach noch in Scheiben. Das Kerngehäuse, wenn Kinder dabei sind, vor allem könnt ihr mit Keksausstechern ausstechen. Den Tipp kennen bestimmt viele, da freuen sich die Kleinen, wenn sie plötzlich einen kleinen Stern oder ein kleines Herzchen auf dem Teller entdecken. Und dann beträufelt ihr die Apfelringe auf jeden Fall mit ein bisschen Limettensaft oder Zitronensaft. Und dann können die in der Pfanne angebraten werden. Dafür gebt ihr einen Teelöffel Öl in die Pfanne und bratet dann die Apfelringe vorsichtig von beiden Seiten an. Achtet nur darauf, dass sie nicht zu weich werden und noch so ein bisschen Biss haben, dann sind sie leckerer und dann fallen die auch nicht auseinander später auf den Teller. Ja, und wenn die Apfelringe dann leicht bräunlich sind, dann sind sie fertig. Und am besten gebt ihr jetzt zuerst ein bisschen was von der Vanillecreme auf den Teller, legt die warmen Apfelringe dann oben drauf und bestreut nach Belieben noch mit ein bisschen Zimt und Puderzucker. Das sorgt auch nochmal für den leckeren Duft und eure Kinder werden sich auf diesen Nachtisch wirklich freuen. Das war's auf dem Mami-Blog für 2021. Macht's gut, ihr Lieben. Ich sag Tschüss und bis bald im neuen Jahr.